So, da sind wir auch schon wieder zurück mit dem nächsten Video und für euch der Tipp, die gute alte Krypta, die man im Sumpfland finden kann. Wir sehen, hier habe ich ein kleines Sumpflandgebiet gefunden, hier habe ich schon das nächste, da geht es noch ein bisschen weiter, aber wir waren erstmal froh, dass wir das hier gefunden haben, weil ihr seht, hier ist unser Startpunkt, beziehungsweise da sind wir gestartet, aber es soll ja um die Krypta gehen. Wie findet man diese? Sie sieht immer so aus. Also vorne mit zwei grünen Fackeln ist auch von weitem schon zu sehen. Und es gibt einen Haken. Hier ist eigentlich noch, ah doch, man sieht es, ein Krypta-Gate. Also da ist ein Tor davor. Dafür braucht man einen Schlüssel. Ja, wie ihr seht, Tag 99. Wo bekommt man diesen Schlüssel her? Den Schlüssel bekommt ihr nur vom zweiten Boss, also der Uralte. Hier hatten wir den. Deshalb, wir haben direkt danach, bin ich direkt auf die Suche gegangen nach dem Sumpfgebiet, ziemlich schnell dann eins gefunden. Und dann kann man da reingehen. So, wir gehen noch mal schnell rein. Ich habe die Krypta aber schon leer gemacht, aber ich muss hier noch mal rein, weil wir noch ein bisschen Eisen farmen müssen. Wie ihr seht, die Pilze spawnen hier genauso wie immer. Wir gehen mal ganz kurz durch, aber ganz ehrlich, ihr braucht hier keine Angst, um reinzugehen. Die Gegner sind eigentlich dieselben wie im Sumpfgebiet. Aber dadurch, dass alles in Gänge verschachtelt ist, sage ich jetzt mal, ist das Ganze nicht so schwer eigentlich. So, dann haben wir hier, wie ihr seht, schlammiger Schrotthaufen. Was bekommen wir da raus? Richtig, da bekommen wir unser Eisen her. Aber dafür braucht ihr entweder die Geweihspitzhacke, die funktioniert hier auch noch, oder eben eine Bronzespitzhacke. Also halt einfach die besseren Spitzhacken schon. Ja, das war's eigentlich schon. Sonst ist hier nichts Besonderes drin, eigentlich in der Krypta. Ich habe eigentlich auch mehr erwartet, aber das Wichtigste für euch ist der Wegweiser für den Knochenwanst. Weil der ist bei uns, wie ihr seht, ganz weit weg. Wenn ihr mal jetzt die ganze Map angucken, es gibt eine kleine Weltreise. Wir haben uns noch nicht auf den Weg gemacht, weil ich für euch auch noch die Videos jetzt fertig machen wollte, was ich alles so neu im Gebiet entdeckt habe, plus Rezepte und so. Aber ich denke mal, für euch ist erstmal wichtig, wie kommt ihr zu Krypta, wie kommt ihr rein, was gibt es drin zu holen. Also hier gibt es, glaube ich, noch Knochen, eine spezielle, dann gibt es Ketten und allerlei. Aber erkundet das Ganze erstmal selber. Ich will euch ja nicht zu viel spoilern. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Euch viel Spaß in der Krypta und haut rein.